Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Abenteuer auf meinem Kanal. Ich besuche heute eine Rheumaklinik, diese steht schon 20 Jahre leer und was noch zu sehen und zu entdecken gibt, seht ihr in den nächsten Minuten. Viel Spaß beim Video. So, kaum drin in den Räumlichkeiten, hier gleich ein Highlight, ein schönes Tauchbecken. Echt mega. Hier noch eine schöne Treppe, wo man rein und raus konnte, genau. Hier liegt noch ein Autoreifen, wie man sieht. Und hier der wunderschöne Duschbereich. Alles schön gefliest, einwandfrei. Hier konnte man das Shampoo abstellen. Hier noch die Bordordnung. Und hier sieht man dann schön, ja, hier ist schon lange nicht mehr sauber gemacht worden. Jetzt sieht man das nochmal richtig schön mit den Fliesen. Wirklich alles gefliest, von oben bis unten. Gute Dicke nicht, ist auch, aber auch das Einzige. Ja, es gab ja auch einen Aufzug hier. Aber der wird zu sein. Ja. Maximal 500 Kilo, 6 Personen. Genau. Und hier noch ein bisschen Schaltschrankzeug. Sogar noch einiges drin, ey. Nur ein kleines bisschen zerstört, wie man hier sieht. Moment. Upsi. Ja. Und hier sind solche Becken. Genau. Wahnsinn. Hier konnte man alles einstellen, wo es hin sollte. Arm, Körper, Bein. Links und rechts, wie ihr seht, welche Behandlung halt gegeben war. Genau. Hier noch die Temperatur, die Bauanzeige, echt mega. Gleich daneben steht noch mehr Badewannen. Hier steht auch was dran. Inventarplakette, Badewannenlift, alles klar. Und hier drüben steht noch einer. Wahnsinn. Ja, fast überall hängen hier auch solche Desinfektionsmittel. Da ist nichts mehr drin, oder das ist schon eingetrocknet hier. Genau. Ja, jetzt kommen wir mal zum Herzstück der Anlage. Das ist da hinten. Das ist für die Schwimmbecken zuständig gewesen. Das ganze Zeug hier. Ich sag mal, die Wasseraufbereitung, die Filtern, alles drum und dran. Hier sieht man das wunderbar. Moment. Da die Filter, da hier ist einer. Und da die Pellets drin zur Reinigung. Echt mega. Wie gesagt, das ist noch alles komplett vorhanden. Ja. Wahnsinn. Schaut euch das an, alles noch da und nicht zerstört, gar nichts. Und hier ist sogar noch Flüssigkeit von extra saures Flockungsmittel. Okay, alles klar, ist da wahrscheinlich mit da reingekommen. Hier hängt noch ein Augenspülstation, wo man sich die Augen spülen konnte, wenn irgendwas schief gelaufen ist. Da ist noch was drin. Jawohl. So, mal sehen, was es hier hinten noch zu sehen gibt. Auch noch ein kleines Räumchen. Oha. Fluchtweg wahrscheinlich. Und hier noch ein Schrank, ein bisschen natürlich voll, wie man sieht. Der Putz kommt schon langsam von der Decke und von den Wänden. Aber ganz normal, ihr kennt es ja. So, was haben wir hier noch? Ah, okay. Eine Liege. Wahnsinn. Und mit viel Laub hier drin, wie man sieht. Da ist noch ein kleines Räumchen hier. Auch noch eine Liege. Ausspecken. Und Moment. Ein Röntgenbild von der Lunge und von den Rippen.
wenn, wollen wir mal etwas hochgehen, was einen bis oben aussieht. So, ich bin jetzt ganz oben angekommen und das Teil hier ist für den Aufzug zuständig, damit er ordentlich funktioniert, hoch und runter. Genau. Ja, hier kann man es nochmal schön sehen. Da geht's dann runter. So, ich bin jetzt eine Etage weiter runter und wie man sieht, Betten, überall Betten, in jedem Zimmer, das ist Wahnsinn. Ja, und so sieht das hier aus, wenn die Türen alle offen sind. Das hier war mal Toilette. Hier auch noch mit Pinkelbecken und so, genau. Ja, und hier wieder Betten. Schöne Schaumstoffmatratzen und die Metallbetten, Wahnsinn. Und hier gab es noch eine Sprechanlage im Haus. Hier ist Verwaltung, Küche, Station 2, Bad, Oberarzt, Büro und so weiter. Sehr gut, jawohl. Einfach drauf gedrückt und dann gesprochen. Und hier sieht man schön den natürlichen Erfolg. Es ist schon alles breiweich hier und löst sich und bröckelt runter. Das hier war das Etagenbad, denke ich mal. Ein paar Spicken. Genau, und hier bestimmt für Strom. Jawohl. Und hier drüben zwei Duschen. Auch schon ein kleines bisschen kaputt gemacht. So, ich bin im Erdgeschoss angekommen. Boah, schaut euch diesen fetten Safe an. Alter. Mega Teil. Aha. Der riecht schon ein bisschen komisch. Aha, okay, alles klar. Deswegen, ui. Hier kam schon einiges von der Wand und auch von der Decke. Das liegt dann hier. Reintropfen tut es auch. Hier ist Wasser drin. Ja, ich gehe mal näher ran. Ja, hier sieht man es schön. Das hier muss die Küche sein mit Ausgabe. Hier stehen auch die Teller da. Leute, schaut euch, da stehen nicht nur die Teller. Da stehen auch die Öfen. Das ist Wahnsinn. Schaut euch das an. Hier steht noch eine Spülmaschine. Mega. Fast noch komplett komplett nicht, aber es ist noch einiges da. Die Platten, Wahnsinn. Hier auch noch 4 Liter. Da konnte man auch was erwarten. Oh. Und so ein Teil. Wahnsinn.
Wie so ein Konvektomat oder so, oder ein Ofen. Wahnsinn, ich mach den mal auf. Der wurde entweder nie benutzt oder gut geputzt. Wahnsinn. Und hier noch eine richtig schöne große Dunstabzugshaube. Wahnsinn. So, da wird es auch hier. Aha, hier ist der Speiseraum gewesen. Hier steht auch eine Vitrine drin. Da konnte man auch was reinpacken. Mega. Das liegt hier drüben noch rum. Katheterbeutel, wie oben auch schon, aber hier ist mehr. Jawohl. Urindrainagesystem. Jawohl. Ja, hier stehen auch noch mehr Teller. Ich sehe ja. Das ist dann der Speiseraum. Das ist dann hier ein etwas neuerer Raum mit die Plastikfenster, die anderen waren ja Holzfenster, alles. Heizkörper, Waschbecken, wieder Desinfektionsgelumps da. Waschstation, genau. Und schaut euch mal die wunderschöne Decke an. Echt herrlich. Wahnsinn. Hier noch so eine alte, ja, eine ältere Lampe, sagen wir es mal so. Das ist ja mal cool. Eine Heizung zum Warmhalten. Mega. Echt heavy.